Hallo an alle Freunde des Cam-Ratings. Hier ist wieder der Callcenter Crusher und in diesem Video gibt es drei kurze Anrufe. Los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Spreche ich jetzt mit Ludger Lossmann? Ja, wer ist da? Ich bin Andreas Schmidt, leitende Beraterin. Meine Arbeit ist es, richtige Informationen über Kryptowährungen zu geben. Wissen Sie etwas über Krypto? Nicht viel. Leitende Beraterin bei was? Kryptowährungen. Okay, und von wem? Von welcher Firma rufen Sie an? Von AA Partners Group. Wie nennt sich die? AA Partners Group. Sagt mir jetzt nichts. Das ist Schweizer Beratungsunternehmen. Ja, ist ein bisschen laut bei Ihnen. Ja. Hallo? Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit Herrn Zugschmidmeier. Ja, das ist richtig. Sehr schön. Sarah Elwein, mein Name. Ich rufe Sie von Empire Swiss an. Sie haben gerade eben eine Anmeldung getätigt gehabt für den Handel an der Börse. Ist das korrekt? Ja, das hatte ich schon, aber das war bei Gasprofit. Bei Gasprofit war das? Ja. Okay, das war wahrscheinlich eine Werbung. Ja, natürlich, aber deswegen. Und von welcher Firma rufen Sie jetzt an? Von Empire Swiss. Empire Swiss? Okay. Na gut. Und Sie haben schon Erfahrungen. Erfahrungen? Mit was? An der Börse. Nee, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nee. Hallo? Die einen Preis hat, dieser Preis kann hochsteigen, dieser Preis kann ein bisschen untergehen, ja? Ja, gut. Das ist ja allgemein bei Währungen so. Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Ja, natürlich höre ich Sie. Okay. Warten Sie kurz. Ja, wissen Sie, wie Kryptomarkt arbeitet? Ne, nicht so genau. Das können Sie mir sicherlich erklären. Also, zuerst müssen Sie ein persönliches Kryptokonto erstellen. Wir arbeiten nur auf offizielle und öffentliche Börse, zum Beispiel Dextrade, Moonpay, Binance, ja? Dann fangen Sie alles mit Ihren Investitionen an, investieren Sie ja, Geld und dann bekommen Sie von meiner Seite einen persönlichen Finanzen-Expert, sogenannten Kontomanager. Wenn Sie alle diese Instruktionen von diesem Kontomanager hundertprozentig folgen werden, bekommen Sie monatliches garantiertes Gewinn von 40 bis 60%. Verstehen Sie, ja? 40 bis 60% im Monat. Ja, monatlich, das ist garantiert, wenn Sie unsere Instruktionen folgen, ja? Also, wie Sie schon erfahren haben, Herr Zugschmidmeier, ja, entschuldigen Sie mich. Mindestkapital in diesem Bereich ist 250 Euro. Natürlich mit dieser Summe, Sie sind nicht begrenzt. Je mehr Sie investieren, desto mehr profitieren Sie, ja? Verstehen Sie, ja? Ja. Okay, super. Sind Sie gerade am Computer? Nee, noch nicht. Noch nicht. Haben Sie Anmeldung mit Smartphone gemacht, ja? Nein. Ich habe den Computer nur wieder ausgeschaltet. Ja, können Sie das einschalten, bitte? Kann ich machen, ja. Ja, machen Sie bitte und öffnen Sie Google. Wenn Sie fertig werden, sagen Sie mir bitte. Ja, dauert eine Weile, muss erstmal hochfahren. Okay, ich warte. Wenn Google öffnen werden, sagen Sie mir bitte, okay? Ja. Eine Frage, Herr Paul Rüdiger, ja? Ja, richtig. Mit welcher Summe möchten Sie beginnen? Das habe ich noch nicht so genau festgelegt. Ich habe ja noch keine Erfahrung. Ja. Welche Summe empfehlen Sie mir denn? Ja, also Mindestkapital ist 250 natürlich. Wie gesagt, je mehr Sie investieren, desto mehr profitieren Sie. Mhm. Gut, und ja, mit welcher... auf welchem Wege kann ich denn investieren?
Ja, haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Hätte ich, glaube ich, auch, ja. Ja, welche Karte ist das? Visa oder Mastercard? Eine Mastercard. Mastercard. Von welcher ist das, Master oder Maestro Card? Nein, eine Mastercard. Mastercard. Ja, von welcher Bank ist diese Karte? Von der Sparkasse. Sparkasse. Ja, ist das für Online-Zahlungen eingeschaltet? Haben Sie Weiß ich, Applikation S? habe ich noch nicht gemacht damit. Ja, haben Sie Applikation SID-Check in Ihrem Handy? Nee, habe ich nicht. Ich habe ein ganz altes Handy. Da gibt es keine Applikationen. Hallo? Haben Sie PayPal oder Online-Banking? Ich habe Online-Banking. Ja, ist das auch von Sparkasse? Natürlich. Aha, haben Sie Echtzeitüberweisung? Bis jetzt habe ich noch keine Echtzeitüberweisung benutzen müssen. Das geht ja auch so. Warum Okay, ist Google ist das? eingeschaltet? Haben Sie Google geöffnet? Nee, noch nicht ganz. Es fährt noch hoch. Okay, ich warte. So, gut, jetzt ist er hochgefahren. Google ist geöffnet, ja. Ja. Zuerst, Herr Paul Rüdiger, brauchen wir eine Applikation, Nennen Anydesk Sie zu mich bitte beim installieren? Nachnamen. Wir haben uns noch nicht geduzt. Wie bitte? Nennen Sie mich bitte beim Nachnamen. Das ist Herr Zugschmidt unseriös, Meier, jemand ja. mit. Genau. Herr Zugschmidt Meier. Zuerst installieren wir eine Applikation, das heißt Anydesk. Mit Hilfe dieser Applikation werden wir Fehler vermeiden, werden wir miteinander verbunden sein. Ja? Wozu Schreiben Sie brauche ich bitte. das? Ja, Sie werden Ihre Bildschirme mitteilen. Ich werde alles sehen, was Sie machen, und werde weitere Instruktionen geben. Okay? Und kann ich das nicht ohne machen? Möchten Sie alles ohne Anydesk machen? Richtig. Alles klar, warten Sie kurz auf die Leitung. Ich gebe jetzt die Instruktionen. Aha, sehe ich noch eine Anmeldung mit anderer Name von Ihrer Seite? Jetzt habe ich verstanden, dass Sie Spaß machen. Viel Glück! Wie bitte? Viel Glück wünsche ich Ihnen. Machen Sie Spaß, ja? Ich habe das schon gesehen. Ich habe mich nur einmal angemeldet. Also sind Sie unseriös. Okay. Ludger Losmann. Das bin ich nicht. Das ist. Ja, okay, viel Erfolg. Tja, so kann es auch kommen. Wie man im letzten Teil hören konnte, werden die Scammer immer vorsichtiger und misstrauischer. Zumindest das haben wir schon erreicht. Seid also vorsichtig, wenn euch solche oder ähnliche Firmen unaufgefordert anrufen. Das waren die Shortcuts für heute. Im nächsten Video gibt es mehr zu dem Thema. Bis dahin gehabt euch wohl, euer Callcenter Crusher.